Hallo und herzlich willkommen zu den Gamesfeld News. Ich bin Hoppy und in der Abwesenheit von Felix und Kuro und Sascha darf ich heute mal wieder moderieren. Und heute gibt es die Themen Epic Games Store, da sind neue kostenlose Spiele angekündigt worden. FIFA 20 hat schon relativ früh einen Meilenstein aufgestellt. Es gibt neue Sachen für GTA Online und IO Interactive, die Hitman-Macher, arbeiten wohl an einem neuen Franchise. Epic Games hat ein neues kostenloses Spiel für den hauseigenen Store angekündigt. Und zwar könnt ihr euch noch, wenn ihr einen Account habt, bis zum 17. Oktober für Umme das Strategiespiel Surviving Mars samt dem ersten DLC runterladen. Es wurde erst vor kurzem mit Surviving the Aftermath ein Sequel angekündigt. Ist also eine gute Gelegenheit, das jetzt vielleicht mal nachzuholen, Surviving Mars. Noch interessanter ist aber, übernächste Woche wird es dann gleich zwei kostenlose Spiele geben im Epic Games Store. Nämlich das Cyberpunk Adventure Observer und Alan Wake American Nightmare von Remedy, was ich euch auch durchaus ans Herz legen kann. Also solltet ihr euch schon mal vormerken. FIFA 20 ist ja erst seit Ende September erhältlich, also noch gar nicht so lange. Jetzt hat EA aber verkündet, dass es schon einen richtigen Meilenstein erreicht hat. Und zwar haben sich schon 10 Millionen Spieler im Spiel und den verschiedenen Modi getummelt. Und quasi als Dankeschön gibt EA jetzt jedem, der sich bis zum 17. Oktober entweder schon eingeloggt hat oder es noch tun wird, 8000 Münzen, Volta-Münzen quasi geschenkt, mit denen ihr dann unter anderem Klamotten für euren Avatar kaufen könnt. Noch ein paar interessante Statistiken. Wie EA bekannt gegeben hat, wurden bereits 1,2 Milliarden Tore erzielt, das in ungefähr 450 Millionen Partien. Und auch der neue Volta-Modus soll wohl bei den Leuten sehr, sehr gut ankommen, was EA natürlich freuen dürfte. GTA Online erfreut sich immer noch ziemlich großer Beliebtheit und Rockstar versorgt die Spiele ja auch regelmäßig mit neuen Inhalten, meistens zum Wochenende hin, und das ist auch diesmal wieder der Fall. So gibt es mit King of the Hill einen neuen Spielmodi, wo ihr mit bis zu 16 Spielern in verschiedenen Teams gegeneinander antreten könnt, und mit dem Ocelot Jugular einen neuen schicken Sportwagen. Und ja, wer jetzt bis zum 16. Oktober sich online blicken lässt, bekommt zusätzlich noch doppelte GTA-Dollar und RP spendiert. Und außerdem gibt es natürlich wieder Rabatte auf verschiedene Sachen wie Ausrüstung und Wagen, also Fahrzeuge, und auch neue Preise, die ihr im Casino erwerben könnt. Die dänischen Entwickler von IO Interactive sind ja vor allen Dingen für die Hitman-Reihe bekannt. Jetzt wird es von ihnen aber wahrscheinlich ein neues Franchise geben. Das wurde angekündigt jetzt offiziell, und zwar arbeitet man dafür wieder mit Warner Bros. Interactive zusammen. Richtige Details zum Spiel gibt es nicht, aber der CEO von IO Interactive hat gesagt, die Erstellung von Charakteren und Welten steckt einfach in unseren Genen. Und das spricht ja dann doch schon dafür, dass es was komplett Neues weg von Agent 47 sein wird. Wie gesagt, neue Details, weitere Details gibt es noch nicht, aber die dürften dann wahrscheinlich in Bälde folgen. Und ich würde von euch zum Abschluss gerne wissen, was für ein Franchise würdet ihr euch denn von IO Interactive wünschen? Ne? Also die sind ja schon nicht die schlechtesten, ne? Hitman war ja durchaus immer eine gute Serie. Das waren die Gamesfeld News für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.